Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur nächsten Runde Aufstieg der Leere 2 mit Ardenius, mit Donatello, mit Artemis und Traurim. Und wir sind hier immer noch im Elfenbaum im Kampf. Und ja, wir machen hier einfach weiter wie beim letzten Mal. Jawohl. Juhu. Mit unserem Spielleiter Fister natürlich, nicht zu vergessen. Ja. Okay, stimmt. Ich habe jetzt gerade hier den Buff gemacht und wollte mal gucken, weil wir hatten erstmal gedacht, dass Donner draußen ist. Wo ist denn überhaupt? Ich sehe die von den ganzen Flammen mehr da hinten. Kriege ich Donner hier? Ich muss ein bisschen weg dafür. Ja, ich kriege Donner mit Jürgen getauscht. Immerhin. Danke, Ardenius. Warum hast du Donner nicht eigentlich mit dem mal getauscht? Mit wem? Wem? Einfach konsequent ignoriert die Aussagen. Ja. Mit wem? Ja, das sehe ich nicht. Dem. Soll ich einfach irgendeinen Elf gegen seinen Willen da reinschieben, oder wie? Ja, bei mir tut's dir ja auch nichts, also. Aber du bist kein Elf. Ja, genau. Aber gegen meinen Willen ist es trotzdem manchmal. Alle Leute ab 1,50 Meter haben den eigenen Willen, habe ich gesagt bekommen. Um mitreden zu können, müsst du so groß sein. Blockt diese Bubble Projektile? Oh. Auch meine? Ja. Also ich kann da gleich gar nichts durchschießen. Ach, strahl einfach Mann, die Echse neben dir weg, Lizzie. Ich bin gleich dran, ich bin so aufgeregt, Mann. Du kannst in die Bubble gehen und dann schießen. Ich habe Angst, in die Bubble zu gehen. Jetzt kommt der gleich traurig ins große Auftritt. Gleich geht's los, ich freue mich schon. Ich kann gleich was machen. Bin gleich dran. Oh, ihm darf was machen. Doch nicht. Ja, so. Doch, er durfte aufstehen. Doch. Oh Mann, jetzt darf ich. Damit herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Aufstieg des Traurims. Vor allem, ich werde in der Leiste oben gar nicht mehr angezeigt. Ja, weil du bist ganz rechts von mir. Nee, ich bin, also ganz rechts ist bei mir wieder dieser Xef Drachenfaust. Ja, bei mir auch. Echt? Bei mir? Ich werde gar nicht mehr angezeigt. Ich glaube, das ist einfach zu lang. Da ist nämlich noch so ein weißer Strich. Nee, das ist der weiße Strich, signalisiert ja die nächste Runde. Ach so, ich werde ja gar nicht angezeigt in der Runde. Ja, ich muss jetzt aussetzen wahrscheinlich. Die Zeile vielleicht zu lang. Ja, also ich bin in der Runde jetzt gar nicht dran aus irgendeinem. Ja, oder du bist einfach dead. Ja, genau. Ja, stimmt. Das Spiel wusste es einfach schon, dass du deswegen nicht dran bist. Ja, genau. Ja. Ja, gut. Kannst du hier einen Kaffee kochen gehen oder so? Witzige Geschichte, mein Wasserkocher ist noch nicht kaputt gegangen und jetzt muss ich meinen Kaffee immer mit so einem kleinen Wasser. Ja? Weißt du was? Eigentlich könntest du sogar noch schneller dran sein als jetzt vorher. Wenn dich einer diese Runde wiederbelebt, dann bist du diese Runde noch dran. Und nicht erst nächste Runde. Das wird ja sicherlich jemand machen jetzt. Aber andererseits, es ist super schwierig, meine Leiche in dieser Bubble anzuklicken, glaube ich. Ich kann nicht, ich kann nicht links anklicken. Nein, du kannst Drocholt, ich komme da drauf. Ey, du kannst auch einfach links. Wenn das sogar vor. Ah, links, ja, okay, genau. Ja, das geht. Dann könnt ihr das machen. Wenn das sogar zu einem safen Wiederbildungsspot gebracht wurde. Sie könnten ihn jetzt da irgendwo ums Eck dann genau reinbringen. Hey, da, holy shit. Nee, was ich gerade noch erzählen wollte. Ich habe meinen Wasserkocher kaputt gemacht und muss jetzt meinen Kaffee quasi in so einem kleinen Topf mit Wasser kochen quasi. Also ich muss ihn auf den Herd stellen, das Wasser kochen in diesem Töpfchen und dann muss ich das quasi abgießen. Wo möchtest du wiederbelebt werden? Hier hinter uns oder hier neben nicht, uns? Nicht im Öl, wenn es geht. Irgendwie, wenn es geht, hier? Warte, wo? Kann ich bei mir. Hier hinten? Nee, da komme ich nicht hin. Ich kann maximal in die Richtung so bis hier. Ja, dann mach doch, genau. Ja, okay. Ja, das ist gut. Dann kann ich der Runde vielleicht mal doch meinen Stempel aufdrücken noch. Dankeschön. Traurim ist wieder da. Ich bin ganz am Ende der Runde dran. Perfekt. Ja, das ist immer noch früher als vorher. Das stimmt. Genau. Dankeschön. Donner, du bist die Beste. Dankeschön.
Der Echsenluftmagier, ey. Als die Welt ihn am meisten brauchte, war er nicht da. Für 100 Jahre im Eis gefangen. Der Echsenluftmagier. Der sieht gerade so aus, als ob er betteln würde. Wow. You what the fuck? Er ist ein Wasserbändiger. Ich will auch eine Mauer machen können. Komm doch zu uns rüber in den Osten, ich zeig's dir. Vor allem eine Mauer machen können. Du musst einfach ein bisschen schwer fahren. Alter, ohne scheiß Avatar in der DDR nachgedreht und bald übrig als Erdbändiger. Geil. Das Eis ist einfach nass. Ja, das ist true. Das hat Eis an sich, vor allem wenn es warm wird. Das ist wild. Nasses Eis. Ganz wilde Frage. Seid ihr der Meinung, dass Wasser nass ist? Nee. Das ist nur eine Einbildung der Menschheit. Das ist eine Einbildung, es macht nass, aber... Es macht nass. Man wird nass, wenn man reingeht. Richtig. Außer, wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, dann wird Chuck Norris nicht nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris. Genau. Richtig. Oder das Wasser wird nass. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das RP ist oder irgendwie. Mach mir die Robbe. Wem gehört denn dieses Earth-Element, dass es echt mehr was machen kann? Ich mach gerade schon. Das ist das Geräusch vom Earth-Element gewesen. Das macht er so. Anfall. Jürgen, mach mir die Robbe. Das einfach runter. Mach die Robbe. Robbe. Weißt du, dass es Löwen sind, die dieses Geräusch machen? Normale Robben hören sich an wie vibrierende Handys. Okay. Haben die auch so ein. Achso, haben die auch so einen Vibrierungsrhythmus? Ist ja, oder? Ja, das hört sich so vibrierend an. Also, nice. So irgendwie lustig. Das ist irgendwie lustig. Nokia von 1800? Ja, hab ich gesagt. Okay. Ich stell mir gerade vor, wie ich auf meinem Nachttisch einfach so eine kleine Babyrobbe liegen habe, die Punkt 7 Uhr anfängt zu vibrieren und ich hau einfach mal drauf, dann hört die auf zu vibrieren. Aber Babyrobben sind ultra süß. Sind die nicht so flauschig? Ja, ne? Ja, sind die auch. Ja. Das sind erwachsene Robben auch noch, wenn sie lange trocknen quasi. Die haben ein trockenes Fell, ist so richtig aufgepufft quasi. Ja, stellt euch vor, ein Mann haut so auf seinen dicken Bauch, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Und dann hört die auf zu vibrieren und dann bin ich wach. Das ist ja quasi mein Wecker. Ja. Oder ich nutze die kleine Babyrobbe als Kopfkissen und die fängt an zu vibrieren. Einfach so ein Massagekissen. Yo! Ey, ich glaube, ich habe eine neue Geschäftsidee. Yo. Alles klar. Wir züchten Robben und verkaufen die als vibrierende Kissen. Parallel können wir immer noch diese Idee mit der Babybrutmaschine und dem Kindergeld können wir immer noch durchziehen. Soll als Nebenerwerb. Ja, genau. Weiß nicht, man kann ja so Rabatt machen und so Gutscheincodes für Babys und so. Ja, ja. Genau. Weil du gibst den Avatar einfach die Robben. So, weißt du, als Bezahlung. Naja, das... Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, Robben bezahlt zu werden. In Robben bezahlt zu werden. Vor allen Dingen, wahrscheinlich ist ja dann so die Arbeit von einem Monat nicht eine ganze Robbe werden, die nur so einen Kopf von so einer Robbe oder so. Alter. Jetzt wird's übel. Wir stellen sie jetzt. Nur für kurze Zeit. Und so Robben kommt weg. Aber die funktionieren doch gar nicht ohne den Rest. So ein Robben-Schrupfkopf. Ja, da stecke ich irgendeine Billo-Apparatur rein, die vibriert halt. Ja, ein Vibrator. Hey, wir können es als Sexspielzeug verkaufen. Oh, nein, Top, Junge, Alter. Jetzt ist eklig. Jetzt ja, das ist ganz schön pervers. Ich stelle jetzt zu seinem Raumkopf-Vibrator für 1999. Raumkopf-Vibrator. That escalated quickly. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen, Alter? Übel. Okay. So, irgendwer hat Babyrobben angesprochen. Gut, Willen. Was?
Ich habe nur gesagt, wegen diesem Seelöwengeräusch, dass es ein Seelöwe ist und Robben anders sich anhört. Ne? Also ist Tim schuld. Hä? Aber zur Verteidigung für Babyrobben haben noch nicht dieses lustige Vibrationsgeräusch. Die krächzen noch so. Achso, dann bringen die ja gar nichts. Dann bringen die gar nichts. Das ist ein besserer Wecker. Also, sie vibrieren ja nicht direkt. Das ist so, das Geräusch hört sich einfach so an. Alter, mein PC ist übelst am Abgehen. Ich glaube, der stürzt gleich ab. Nee. Gleich wirklich Blue Screen. Aber du kannst jetzt was machen, diese Runde. Ist das nicht wild? Wahrscheinlich deswegen. Der PC bereitet sich gerade auf den großen Auftritt von Traurigen Brauchhaus vor. Da muss erstmal Speicherplatz freigeräumt werden. Die einzige, alle die Möglichkeiten, die Traurigen jetzt machen könnte. Diese so Spannung. Viel, so viel VFX kann ich nicht auch einmal anzeigen. Die ganzen Grafiken, die jetzt erstmal reingerendert werden müssen. Reingerendert. Raurin bekommt einfach eine extra Fähigkeit, die Auferstehung. Der ganze Bildschirm mit weiß. Das ist dann einfach ein Nuke. Ich muss jetzt mal kurz meinen Task Manager öffnen und gucken, ob das alles in Ordnung ist. Gleich alles 100% Auslastung. Jetzt bin ich kurz rausgetappt, jetzt geht's gerade noch. Jetzt tappe ich mal rein, mal gucken, was die GPU jetzt sagt. Oh ja, gut, es geht. Okay. Es sind nur 72 Grad. So, Xef Drachenfaust hier, was ist denn los? Er hat Angst vor traurigem Dorhold. Oh, ich merk schon. Und seiner Nuke. Oh. Die Leiste wird immer kleiner, auf geht's. Fast so klein wie ich. Wow. Das hat sich aber auch gerade sehr lustig angehört, muss ich sagen. Ja, das klang gerade so, als ob Stahl kaputt gehen würde. Ja, aber die haben ja nur ein paar Blätter dran. Hey Mann, lasst mir auch noch irgendeine Echse übrig. Du kannst dir selbst vornehmen, ja? Das. Nimm den großen. Na klar, natürlich. Ich muss zugeben, ich bereue es ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich einen Krieger gespielt habe. Oder einen Krieger gewählt habe, ja. Was hättest du lieber gewählt? Ich hätte lieber wieder einen Magier spielen sollen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, actually, wenn du ein Schild mitnimmst, bringt das nochmal ein bisschen mehr. Oh, aber ich finde die Zweihandwaffe einfach so geil. Ja gut, das ist natürlich das Problem dann. Das ist dann das Problem, ja. Alter. Ich muss mich entscheiden zwischen gut aussehen oder Schaden machen. Und ich habe mich leider für gut aussehen entschieden. Das ist leider das Problem gewesen. Aber ich glaube, du kannst halt mit dem Schild kriegst auch nochmal richtig geile Fähigkeiten. Ja, Schilde hoch, wow. Mit dem Schild hast du halt wirklich gut Möglichkeiten, wieder zu regenerieren. Und du hast einfach grundsätzlich mehr Rüstung. Also ich habe auch gemerkt, dass ich viel tankier geworden bin, seitdem ich das Schild habe. Also, ja. Also, weiß ich nicht. Du kriegst ja irgendwie so ein Shield-Bounce und was weiß ich, hast du ja noch. Weiß ich nicht, bei dem Händler gab es noch Stuff. Ja, aber ein Schild sieht halt scheiße aus. Ja, also du bist halt so ein Paladin, ne? Ja, ist halt irgendwie das Problem. Ich mache keinen Schaden und ich halte auch nicht viel aus. Also, ist irgendwie... Festgilt. Ja, Aurin ist gerade in der Existenzkrise. Ja, ist echt so. Also, ich habe immer geguckt, dass ich schön auf Stärke gehe, damit ich möglichst viel Schaden mache. Irgendwie aber bringt das aber gar nicht so richtig was. Junge! Oh, yo, what the fuck? Okay. Ja, sowas würde ich halt ganz gerne machen können. Aber gut, ich will mich ja nicht beschweren, mit Kalimon konnte ich das ja, also. Naja, du kriegst ja für jeden Point in Skill kriegst du plus 5% Damage auf Strength-based Skills. Also ja. Auf Stärke basierten Skills. Also ist eigentlich schon ganz gut. Ich habe 20 Stärke, aber irgendwie mache ich halt nicht so viel Schaden.
Dann bräuchtest du. Gut, ich meine, du kannst ja erstmal jetzt an die Stärke lassen und schauen, dass du eher mal defensive Werte nimmst. Hm. Ja, ich habe halt auch auf Konstitution ein bisschen was gesetzt. Also ich bin jetzt bei 14 Konstitution. Um halt die Lebenskraft halt zu erhöhen. Ja. Und 2 auf Verstand und 1 auf Gedächtnis hatte ich mal geskillt, damit ich halt noch einen Platz habe und halt Crit-Chance halt erhöhe. Bei dem letzten, ne? Genau, bei Verstand. Ja, ich auch. Es gibt ja auch mehr Initiative. Ja, genau. Da habe ich auch ein bisschen reingeskillt. Aber dann habe ich alles nur noch in Finesse drin, ne? Was auch? Wow. Wie viel Finesse hast du? 26. Ja, gut, okay. Was auch auf jeden Fall auch helfen kann, ist bei den Kampffähigkeiten, dass du da eben Ausdauer mit Skills, dass du nochmal extra Rüstung regenerierst, jedes Mal, nachdem du den Status-Effekt hattest. Das ist auch ganz hilfreich. Ausdauer? Ach so, ja, das? Bei den Kampfwerten. Da habe ich zumindest 2 Punkte reingesteckt, das merke ich immer wieder mal, dass ich was zurückbekomme. Stimmt, da habe ich echt gar nichts. Ich habe nur 3 auf Führung und 3 auf Vergeltung. Und das bringt auch nicht so viel. Ja, gut. Was habe ich denn hier noch so? Ach, Tank der physischen Rüstung, guck mal. Ja, Mensch. Ich habe sogar noch einen. Toll, was mache ich denn jetzt? Jo, ich mache jetzt hier nicht so viel. Ich guck mal, was der so dabei hat. Hm, nicht so viel. Was hat der dabei? Auch nichts. Na gut. Hier brennt alles. Oh mein Gott. Donner hat alle Schriftrollen, bye. Ja, Denius hat noch eine. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe noch eine, aber. Ja, gut. Ja, okay, gut, das aber da. Du hast auch noch eine. Sogar. Nee, ich habe keine. Doch, hast du. Hä, aber woher denn? Weiß ich nicht, du hast auch einfach noch eine. Du hast sogar noch 4 Ach, Stück. Ich hab das die vom Händler. Ja, das sind die vom Händler, genau, ja, stimmt. Das stimmt. Gut, dass ich die jetzt noch behalten habe. Gut, dass ich die noch behalten habe. Zack, kommt von hinten eine Axt. So, Donner haut's um. Adenius so, keine Sorge, ich hab noch eine Rolle. Zack, Adenius ist um. Traurig so, keine Sorge, ich hab auch noch eine Rolle. Zack, geht er zu Traurig hin, klatscht ihn auch rum. Artemis denkt sich so, ich sollte jetzt ganz genau aufpassen, was ich sag. Tja, ich sollte jetzt nicht in das Feuer reinlaufen ohne magische Rüstung. Machen die jetzt einfach nur ihren Boss? Ja, wahrscheinlich. Deswegen sagte ich ja, die Magier müssen zuerst drauf gehen. Die hauen den ziemlich hoch. Boah, was geben die denn? Resistenz gegen alles? Resistenz gegen alle? Lovely! Herr Elfenpriester, können Sie meine Freunde wiederbeleben? Geht's Ihnen gut? Dafür müsste ich Mächte benutzen. Die man eigentlich. Achso. Dafür ist es jetzt ganz zu spät. Oh. Lassen Sie einfach Gras über die Sache wachsen. Ich opfer mich für euch. Oh mein Gott, Alter! Sehr nett von Ihnen, dankeschön. Wir brauchen noch die Melodie. Singen Sie die Melodie. Sehr gut. Wow. Vielen Dank, Hohepriester. Ach, ich werde mit euch, das ist eh so eine Sache. Dieser Xeft-Drachenfaust-Dude, der kann eh nicht besiegt werden und kurz bevor der stirbt, haut der eh ab. Kommt irgendwann nochmal wieder. Das vermutet Koga irgendwie bei jedem Gegner. Hä, das stimmt gar nicht. Das vermute ich jetzt das erste Mal. Nee, das war bei den, das...
bei hier, wie hieß der, dieser Nekro-Boss am Anfang? Bei Lord Jihad? Ja, andersrum. Lord Jihad, Junge! Lord Jihad! Lord Jihad war das ja, wo wir auch besiegen konnten im Kampf dann. Nee, das war der Nekro-Boy. Ja, der Nekro-Boy auch, ja. Nekro-Boy? Ja, gut, der den haben wir beim ersten Mal nicht... hat, bis auf Lizzie. Ja gut, ja, dann beim zweiten Begegnung haben wir ihn killen, ja. Dann. Aber Lord Girard konnten wir instant. Lord Girard beim ersten Mal gleich, ja. Du solltest jetzt laufen vor allem. Ja, ja, ich guck mal noch. Also hier, Donna ist noch tot. Vielleicht kann ich sie irgendwie wiederbeleben. Wie weit... Achso. Die Wiederbelebungsschrift rollen. So. Okay, da muss ich noch ein Stück näher ran. Ach, perfekt. Wow. Ins Nekrofeuer reinlaufen. Ins Nekrofeuer, miau. Am besten den Healing Waters drin. Ja. 234 Lebenskraft brutto. Oh, das ist ja richtig gut. Danke, Traurim. Bitteschön, ich habe mich für dich geopfert. Du bist der Beste. Das ist Zeit für Jürgen. Und während Traurim so in den Feuern untergeht, lächelt er wenigstens noch mal kurz so in Donners Richtung. Einmal zuzwinkern. Und dann Ending, macht so ein Herzchen mit ihren Händen. Alles in Zeitlupe. Ja. Gleich nochmal Rüstung. Ah, Mist. Was, der baut jetzt hier überall seinen Amboss auf. Ach nee, hier ist doch doof. Etiketti, tralalala. Ah, sehr gut. Danke, Donna, du bist die Beste. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir müssen Donna auch einfach noch mehr Heilzauber irgendwie beibringen lassen. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viele, oder? Noch mehr Heilzauber. Ja, weil wenn du, weiß nicht, zwei Heilzauber benutzt, dann kannst du 5 Runden lang einfach nichts machen. 4. 4 sind schon ziemlich viel. Ja. Also in 4 könnt ihr auch alle draufgehen. Perfekt, das wollte ich gerade fragen. Gibt's noch irgendwie magische Rüstung? Jochen. Danke, Jochen. Gut gemacht. Jochen. Oh nein. Das ist der Shit! Reflexe. Oh, Alter. Alter, zum Glück habe ich doppelt gemettelt. Oh, ja. Krass. Das war wild. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen zu früh hier. Kann das sein? Na gut. Ich meine, ja, vielleicht. Aber wo hätten wir... Also wir hätten noch in die andere Cave gehen können. Ja, noch diese andere Höhle da. Ja. Aber Tim meinte ja auch, das sind zwei unterschiedliche Story-Pfade, also... Ja, ich glaube auch, dass es schon in Ordnung ist. Ja. Och nö. Oh mein Gott, bin ich geölt. jetzt erstmal Ricardo Grauhand, ey. Erstmal den Ricardo Dance. Ach, ich bin da. Ich bin da. Du hast eine Potion. Ja. Kannst du den armen Jungen auch noch... Alter, was hier ja, Jan. Abgeht, oh. Digga. Digga, es brennt halt auch einfach. Ist alles, vor allem, ne? Das ist halt auch Nekrofeuer, ne? Ja. Das ist halt schon das üblere Feuer. Ja, schwierige Nummer an der Stelle. Ich würde einfach flüchten, wenn ich ehrlich bin. Ja, tu dir keinen Zwang an. Ich tausche dich dann mit mir. Nein. Ich tausche dich ja noch mit dem da oder so. Schön hier geblieben. Kommen Sie mal zurück, junge Frau. Sie haben Ihr Zimmer noch nicht aufgeräumt. Oh. Ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung war. Ja, ich konnte nicht durch die Stühle.
Hä, kannst du nicht hier oben rein? Ja, aber da kann ich ja gar nichts mehr machen. Auch wahr? Aber guck mal, es sind doch gar nicht mehr so viele. Es sind nur noch diese zwei Echsenmagier. Und Papa. Und ja. Xephir, ja, genau. Mehr ist es ja gar nicht mehr. Und wir haben noch den Hohepriester, zwei Soldaten, die Novizin und den Glindelseher. Und vier plus Jochen und Jürgen. Und Jochen und Jürgen, genau. Ja, genau. Jochen ist gerade nicht mehr so da. Okay. Aber Jürgen ist noch da. Ach stimmt, Echsen sind, die Echsen sind immun gegen Feuer, oder? Mhm. Ja. Das Feuer ist gegen Jochen halt echt böse. Ist halt Jochen hier im Charme. Er verträgt nicht so gut Hitze. Verstehe gar nicht, warum. Ich auch nicht. Irgendwann kriegt Jochen mal seinen eigenen Eiswagen. Ich habe gerade dieses Eiswagen-Jingle im Ohr. Der verkauft dann so Eis aus so Eistüten, wo sein Gesicht drauf ist. Genau. Also letztens war noch die Kühltruhe im Eiswagen. Ja, das ist ziemlich schnell strikte Beförderung, würde ich sagen. Nein, er war doch der Eisverkäufer. Stimmt. Er war alles. Ja, er hat den Raum gekühlt, aber er war Verkäufer. Er war Verkäufer, er war Ware. Er war Ware. Hat sich so ein Arm abgehauen, so ja. Crushed Eis mit dem anderen Jochen. So oh Mann. Oh, danke schön, Herr Hohepriester. Er babbelt den einfach weg, den Jungen. Oh. Das war ordentlich. Ey, Digga, die fahren um 21.25 Uhr mit LKWs durch diese Straße. Ich fass es nicht, Mann. Alter, ey, kannst du hier nicht mal das Fenster offen lassen, mal kurz? Alter, wie er ausrastet. Nee, doch, das ist schlimm. Ich meine, du kannst dich auch mit Jürgen tauschen oder so, ne? Das wäre eine Idee. Was hat Ardenius alles für... Ach so, nee, das ist für den Elemental noch, die Effekte. Oder ich mach das hier. Kannst du bist nicht gleich One-Shot? Das wird euch auch nicht retten. Ich weiß. Moment mal, ich glaube, wenn ich es auf mich selbst mache, krieg ich es glaube ich gar nicht. Aber ich hab mehr Range. Oh, dieser Erdenmagier ist so gut wie down. Er ist so gut wie zur Erde zurückgekehrt. Oh mein Gott, vielleicht kann ich den finishen. Oh mein Gott. Es ist Traurims Augenblick. Der Gesindelseher kann nicht. Weißt du, so ein Elf stellt da so ein Ghetto Blaster im Hintergrund auf und spielt so ganz laut die Rocky-Musik. Das It's Traurim Drocholtime. Ich kann einen Kill machen, ich kann ein wertvolles Gemeinschaftsmitglied sein. Hab ich gerade verfehlt? Nee, du hast noch physische Rüstung, also. Du hast nicht verfehlt, du warst einfach so zu schwach. Ja, okay, oh gut. Legit, Alter. Oh Mann. Und genau jetzt kommt dann dieses typische jetzt Schallplatten. Ja. Unterbrechen. Oh, wer weiß. Das sah kurz so aus, als ob er ihn weggeschlagen hätte. Dahin ist natürlich wild. Das ist strong. Gejietet. Da kommt er gar nicht dran. Oder er läuft halt außen rum. Oder der tötet mich, das geht natürlich auch. Ja, das geht natürlich auch. Hört sich die Traurigen wieder so attraktiv aus. Traurigen fährt sich so durch seinen Oberlippenbart. So in Zeitlupe so ganz langsam. Ja, genau. Mit Daumen und Zeigefinger breitet der den so aus. So. Und dann fällt ja noch so ein halbes Hähnchen raus. Genau, Mann. Ah ja, guck mal, ich bin wieder tot, ne? Nee, ne? Mir geht's noch gut. Ach nee, das ist der Echsenkrieger, so, ja.
Aber Feuer hat ja geheilt, ne? Nee. Warte? Nee. Nö. Warum brennen die nicht? Weil die Echsen sind, die können nicht brennen. Doch. Mhm. Nein, die brennen nicht, die haben keinen Brenn. Scorch ist ja nicht brennen. Das ist nicht brennen. Will er was machen? Die Angelegenheit ist mir ein bisschen zu heiß. Ich glaube, Nekrofeuer lässt sich, glaube ich, nicht löschen. Naja, Nekrofeuer lässt sich nicht löschen. Scheiße. Das ist quasi das Napalm von Divinity. Das Statement des Tages. Scheiße. Aha. Achtung, eine wichtige Rüstung? Durchsage des Heilers. Scheiße. Eine wichtige Durchsage. Das ist nie gut. Wenn der Heiler Scheiße sagt, dann ist schon ziemlich gut over. Aber man muss halt auch sagen, Koga ist halt auch underleveled, ne? Also er ist auch, hat auch ein Level abgezogen bekommen, ne? Das ja, Lizzie aber auch. Ja, aber Lizzie macht auch keinen Damage, die ist ja mehr zum Healen da. Ja, das stimmt. If you know what I need, mean, bitch. Ein bisschen... Artemis, was hältst du davon, wenn wir Rüstungen tauschen nach dem Kampf? Was bringst du dir denn? Ja, mehr Rüstung. Ja, können wir probieren. Dann mag es nicht, wenn seine Stats untergehen. Nee, dann gehe ich vor allem schneller drauf. Ja. Ja, ja. Besser du als ich. Hä? Nix. Du hast sogar mehr Rüstung als ich. Echt so? Nee, ja, die Rüstung, die du trägst, die ist aber insane krass. Du hast 226 Physical, 190 Magic. Ich habe 156 Physical, 162 Magic. Ja, aber deine Rüstung... Oh. Meine Rüstung hat 70 physische, 27 magische Rüstung. Ja. Meine Rüstung. Und deine? Ja, 100-100. Ja, siehste. Aber ich bin ja hier der Tank, also ich muss ja aushalten. Und ich halte ja nicht aus. Du bist der Tank, der lieber zwei Waffen mitnimmt und auf Stärke spielt. Ja. Aber ja, genau in dieser Misere war ich mit Günther in der letzten Runde auch gefangen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu offensiv gemacht. Oh, vielen Dank, Wohlpriester. Wow. Ich fühle mich plötzlich so lebendig. Hä? Was versuchst du denn? Er macht bald das Masenko. Ich will die teleportieren. Hier steht Zielpunkt für Teleport auswählen. Ich klicke auch da rein, aber ich darf nicht. Dann musst du wen auswählen? Ja, das habe ich gemacht. Und jetzt steht hier Zielpunkt für Teleport auswählen. Ja, dann musst du wen anders auswählen noch, oder nicht? Das kann ja nur zwischen zwei Leuten. Ist das nicht? Ich glaube, es gibt noch einen direkt mit Teleport. Ja, genau. Stimmt, das war der hier. Also, da kann man sich selber nicht mit teleportieren. Okay, verstehe. Ja, okay. Eine Sorge, die Elfe, die ist nur 1000 Jahre alt, die ist noch in der Lehre. Oh, ah. Genau. Ah, oh, stimmt, ich bin ja provoziert. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich von dir was treffen kann. Alter Falter, ich habe den Erdmagier einfach so nebenbei erwischt. Mhm. Okay. Das ist so krass. Er hat einen Move gemacht, hat nicht mal richtig hingeguckt, hat ihn gekillt und ich brauche drei. Ja gut, aber der hat ja auch nur noch einen Lebenspunkt gehabt, also. Stimmt, und keine magische Rüstung. Oh, so richtig heldenhaft stürmt er hier durchs Feuer durch und piekst den so mit dem Speer an. Den Boss. Das sind immer die, die in Filmen und Serien und Animes dann immer gleich als erstes sterben. Das sind immer die als Machtdemonstration für den Boss herhalten. Ja, das stimmt. Der hebt die so mit einer Hand am Hals hoch, so hoch und genau. Zerfetzt die einfach so.
Ja gut, pass auf, Art, Jan, dann machen wir das so, dass du jetzt in Zukunft so voll auf Schaden gehst und ich gehe nur noch voll auf Rüstung und Leben. Ja, also ich hatte das so oder so vor. Ja gut, dann haben wir also uns jetzt abgesprochen. Also ich gehe so oder so hier Witz und Vanessa. Ich glaube, Koga, tatsächlich, wenn du jetzt so Konstitution größtenteils jetzt erstmal priorisierst und vielleicht bei den Kampfskills ein bisschen sowas wie Ausdauer, dann könntest du eigentlich auch die 2 dafür behalten, dann könnte es immer noch gut funktionieren. Da brauchst du nicht mehr zu sagen, Händler, dass du zum Schild gehst. Der Händler hat ein ziemlich krasses Schild dabei übrigens, ne? Aber ja, hat er auch eine Einhandwaffe? Ja, nee. Hat er auch. Doch, hat er. Hat er? So eine Axt. Ja, eine Axt. Ich bin an sich einfach nochmal zum Händler schauen, weil ich meine, ich weiß gar nicht, wie mein Schild ist. Aber mein Schild wäre an sich auch ganz gut. Komm, ja, gucken, na gut, dann gehe ich auf Schild und Einhandwaffe und versuche nur noch zu tanken und keinen Schaden mehr zu machen. Ja, er haut wirklich ab. Er flieht einfach. Nein, das gibt's nicht. Ja, der muss ja später in der Story nochmal vorkommen. Erstmal raus aus der ganzen Kacke, ja. Wow. Ich wow. Sterbe. Sorry. Vorsicht. Ich kann doch nicht heilen. Ah. Das Feuer da, Alter. Ja, einen Augenblick so jetzt. Ah, oh, dankeschön. Oder, kannst du mich auch heilen? Oh, hey, what? Wow, das Feuer ist aus. Das war brenzlig. Und brenzlig mit Doppel-N. Ihr müsst die Schätze unserer Heiligtümer müsst ihr unbedingt in Sicherheit bringen. Sagt er jetzt so zu seiner Novizin da. Und jetzt wendet er sich euch zu. Und ihr müsst uns helfen, ihr müsst uns helfen. Also ihr hört im Hintergrund immer noch Schlachtgetümmel und so, ne? Also, ja, okay. Die Hexen sind also noch nicht weg. Ja, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Kommt am besten mit. Ja, okay. Wir folgen. Okay. Wir tun, was wir können. Wir haben ja auch nichts davon, wenn dieser Ort plötzlich hops geht. Okay, auf geht's. Da sind noch mehr. Oh nein, noch mehr Echsen. Und er ist schon wieder da, Mann. Oh Mann, und ich wollte jetzt ja noch fragen, ob er mir die Rüstung kurz gibt, egal. Er wollte das noch eben machen? Ja, wäre gut. Dann bin ich aber ultra squish, ne? Alle packen die Wolken weg, ja gut, dann macht Tauscher noch eben die Rüstung. Okay, halt, Timeout. Also ich glaube, wenn ich dir die gebe, dann bin ich wieder dead in one hit. Na warte mal, wieso kann ich nicht in mein Inventar runterscrollen nach jetzt? Was hast du aktuell? Jetzt habe ich gar nichts mehr. Ja, pass auf. Also jetzt habe ich 26 Physical Armor und 33 Magic Armor. Oh, ja, das ist wenig. Zieh die mal an. Jetzt habe ich 96, 60. Das geht. Weiß ich nicht, ob das geht. Also das ist nicht zwei, so viel. Das sind 2 Hits von dem Typen und ich bin dead. Wenn überhaupt. Anderthalb vielleicht. Tja. Hä, hey, aber warum hast du denn jetzt wenig? Ja, du hattest vorher mehr als 197 mit der Rüstung. Ich weiß nicht. Also, die Rüstung müsste mir jetzt halt mindestens 30 mehr physische und nochmal ein bisschen mehr magische geben. 80 mehr magische oder so. Aber du hattest doch eben irgendwas mit 200. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. 97, 148. Also die Rüstung ist eigentlich in Ordnung, die du jetzt hast. Ich weiß nicht, wie der Wert vorher war. Na, ich auch nicht gerade. Warte, sonst gebe ich das einfach nochmal kurz zurück. Warte mal. Ja, ich zieh die nochmal an. So. Ja, das ist weniger. Ja, hä? Warum war das denn so hoch vorhin? Vielleicht durch einen Buff oder so? Im Kampf? Aber mit der anderen hat er doch fast 200. Ja, mit der jetzt hat er jetzt mal nichts mehr. Also wie viel habe ich jetzt mit meiner normalen Rüstung? Weil ich sehe es irgendwie nicht. 177. Ah ja, hier, jetzt sehe ich es. 175. Und genau. Mit dem anderen hast du fast 200 und 100. Aber okay. Der bringt halt Hydrosophis im Podium auf nichts. Aber ich kann halt mit dem vampirischen Hunger
kann ich halt zumindest euch supporten, auch als Tank. Den kann ich dir ja auch geben. Ja, so gut, nützt mir halt nur nichts, wenn ich die ganze Zeit am Boden liege. Hm? Also, warte mal, wie viel hast du jetzt nochmal, wenn ich dir meine jetzige Rüstung gebe? Wie viel habe ich jetzt? Jetzt habe ich 197, 148. Also Jan büßt ein bisschen physisch, aber ja, sehr viel magische Rüstung halt ein. Tja. Ja gut, also mir ist egal. Sagt, wie ihr das denkt. So, also wir können das meinetwegen den Fall probieren, aber ich kann dir sagen, dass ich jetzt dieses Mal definitiv draufgehen werde. Naja, gut, das ist doof. Naja, nee, dann gebe ich dir die Rüstung wieder zurück, weil du machst wenigstens noch Schaden. Ich bin ja absolut nutzlos in dem Kampf, deshalb nimm du die mal lieber wieder zurück. Wenn ich da reinjumpe, werde ich halt von drei Leuten gefokust oder so. Naja, ist schon okay. Dann nimm du die und dann kann ich zwar gar nichts machen, aber das ist nicht schlimm, weil du machst wenigstens Schaden im Gegensatz zu mir. Ich mache ja gar nichts. So, dann gebe ich dir mal wieder zurück. Aber du hast den anderen Zweihänder auch noch nicht ausgerüstet, oder? Den anderen? Nee, kann ich ja nicht. Der ist Stufe 10, ich bin erst Stufe 9. Oh. Doch, du das kannst ihn ausrüsten, du büßt doch nur Genauigkeit ein. Ja, aber nützt ja nichts, wenn ich mit dem eh nicht treffe. Also ja, aber du kriegst ja wieder plus 10 Genauigkeit, wenn du ihn anziehst. Wo sehe ich das jetzt nochmal mit der Genauigkeit? Ich glaube, unter Attributen, das dritte. Ach hier, Präzision, 85%. Wie viel habe ich mit dem anderen Schwert? Dem anderen Schwert habe ich 95. Ja, 95, ja. Ah, das ist natürlich eine Frage. Ja, nehme ich das, ich probiere das jetzt. Macht 37 physischen Schaden, das andere macht 27, also. Aber wie viel habe ich jetzt? 163. Hä, aber wie hast du denn vorhin im Kampf so viel Magic Resistance? Keine Ahnung, komm, wir probieren das jetzt. Ja, okay. Also, das ist irgendein zwischenzeitlicher Buffer, den ich diese Elfen mal gemacht habe. War das vielleicht ja, endlich fertig? Jawohl, okay, alles klar, wir fangen an. Okay. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt habe ich, dieses Zweihandschwert für 2000 Gold bei dem Händler gekauft und jetzt. Na gut. Ja, wie gesagt, im Falle kannst du ja einfach schauen, dass du, wie gesagt, defensiv skillst und die Zweihandwaffe mitnimmst weiterhin. Das kann ja immer noch funktionieren. Lisbeth? Aber wenn ein Schild für einen Tank besser wäre. Nach dem Kampf, ne? Jo. Donner. Brauchst du noch diesen Helm? Den Donner liegt so am Boden. Brauchst du noch diesen Helm? Nein, ich brauch den Helm, den ich aufhab. Den brauche ich. Ja, weil der gibt eine Finesse und Pyro und ich hab. Erstmal muss ich klarkommen. Erstmal kommen wir klar auf den Fighters. Ich hab grad ich habe eben schon quasi nicht mitgespielt, also jetzt mache ich den traurig. Ich hab grad so eine epische Abschlussszene vor mir, einfach wie Donner auf dem Boden liegt und Artemis dreht so hin. Donner! Ja, Artemis, du brauchst den Helm nicht mehr, oder? Jo. Hals! Maul! Soll ich dir einfach jetzt schon Vampirikammer geben? Artemis, ich hab dich immer gehasst. Wie bitte? Ich nehme das soll als ich Nein. Soll ich dir schon mal Vampirikammer geben? Das gibt jetzt so zwei Runden. Ja, gerne. Weil wenn du nicht angreifst, dann kannst oder du... Oder was macht das nochmal? Das ist 50% Damage, den du machst, kriegst du als Leben zurück. Sollst du den dann nicht vielleicht... Achso, ja gut, gib mir das mal. Weil Donner nützt das ja nichts, die liegt ja erstmal in Runde. Vampirhunger. Jetzt wird er zum Wadenbeißer. Ich kann mir vorstellen, wie sich so ein Zwerg einfach am Bein festhängt und rumsaugt die ganze Zeit. Es klammert sich einfach an dem Bein von diesem Drachen. Ja. Nee, am Schwanz. Echse. Ja, und die Echse läuft einfach weiter und versucht ihn zu ignorieren. Und zieht so das Bein hinter sich her. Boah, Junge, hier explodiert die ganze Karte. Alter, wenn ich mal wieder Wäsche waschen muss, weiß ich, zu wem ich gehe. Ob der das auch in verschiedenen Duftrichtungen hat? Das wollen die jetzt cool. Alle meinen Arsch? Da stehen 4 Elfen noch um dich rum. Deiner riecht wahrscheinlich besonders attraktiv. Stimmt. Okay, ich glaube, wir brauchen Unterstützung. Und wir brauchen Meddling. Mehr Meddling. Meddling? Meddling. Meddling, Leute. Wir brauchen Motivation. Und ich brauche Heilung. Das stimmt. Nichts gegen einzuwenden. Aha.
streicht er sich so über seine nicht vorhandenen Haare. Das Moos einfach so. Ja, das Moos runter. Ich glaube, es gibt jetzt noch mehr zum Meddlingen. Jawohl. Legionäre! Das ist ein Adepten. Ach du Scheiße. Krass, ich kann was machen. Du hast jetzt sogar Vampirhunger. Das so viele Möglichkeiten. Lebensabsaugung 50%. Das ist einfach eine schönere Ausdrucksweise für einen Blasen. Ja. Lebensabsaugung. Mal kurz mein Leben absaugen kommen. Das geht's. Jetzt passt alles zusammen. Vampirhunger, anderes Wort für einen Blasen, die kleine Größe von Draurim, die große Größe von der Echse, das ist alles genau auf einer Höhe, das passt perfekt zusammen. Lutschi Lecki, $5. $5. Lutschi Lecki, $5. Ach, da oben sind auch noch welche. Stimmt. Ach du Kacke. Oh, der Bogenschütze, perfekte Sniper-Position. Ja, der kann nur von der Obi schießen, pass auf. Wenn ich von seiner Position gucke, da ist er. Der hat gegen's Geländer geschossen. Bester Mann. Oh mein Gott. Einfach so voll der cinematische Auftritt, kommt er so elegant rangelaufen, schießt erstmal voll gegen's Geländer. Hä, warum sind die denn jetzt? Alter, wie viele Elfen sind jetzt an der Reihe? Nee, warte mal, hier müssen wir jetzt. Die da oben noch alle stehen. Aber ja, warte mal, die muss ich deaktivieren hier. Oh. Das war's mit unserer Verstärkung. Ja, genau. Bye bye. Die sind alle dead. Ja. Jetzt muss ich wieder runter. Der hier. Genau. Der ist da. Jawohl, die Verstärkung ist da. Ne, wir haben uns nur eine Tür gehört. Entschuldigung. Weitermachen. Ciao. Falsche Tür, sorry. Oho. Krieger-Adept. Das ist Adept, ist, sehe ich. Was ist ein Depp? Adept. Aha, ein Frosch. Wusstet ihr, dass Mittelfränkisch sehr nah am Englischen ist? Oh mein Gott, ich gehe AFK. Ich auch gleich. Ja, das war's mit meiner Rüstung. Du gehst vor allem auch gleich drauf. Ja, deswegen ja. Mann, sehr gut, Rauri. Hau ihm ins Knie. Also jetzt mal ganz Entschuldigung, ja. Ihr stellt euch da in einem Knäuel fertig zum Flächendamage-Abschlachten hin. Naja, Moment mal, also der Kampf ging schneller los, als wir das sehen konnten. Also der Kampf ist schon gestartet, da habe ich gesehen, dass es erst einen Kampf gab. Und zu ungefähr der letzte Fight eben gerade, da standen wir nicht im Knäuel. Ja, das stimmt. Das hat man gut gemacht da. Und Krüger und ich waren quasi raus. Müsst ihr nur das Erlernte jetzt immer wieder anwenden. Das Erlernte. Ja. Wahnsinn. Gut gemacht, Donner. Das ist wie in der Grundschule, als die Lehrer damals so mit diesen nervigen warum Kindern. Warum benutzt du den Bubbles im Haus nicht ab? Ja, war nicht meine Entscheidung. Oi, die Reflexe des Elfen. Oh Gott, sogar Jürgen ist gereizt. Provocated. Wir eine Fähigkeit immer noch nicht ganz gecheckt. Welche? Das Scorching Ignition. Ja. Aber erbleibt das jetzt random Scorch Stacks 1 bis 5? Ach so, das ist so eine crazy neue Fähigkeit, ne? Warte mal. Ich kann mal ganz kurz gucken. Weil da steht, applies a stack of Scorch up to 5 max. Aber weiß ich halt nicht. Weil bis jetzt. Das erhöht Scorch um 1. Es gibt noch weitere Feuerfähigkeiten, die Scorching geben. Und es kann maximal 5 Scorch auf einem Gegner sein. Okay. Und je mehr Scorch der auf sich drauf hat, umso mehr Feuerdamage nimmt der pro Runde. Ah, okay. Aber es gibt immer nur einen dazu. Okay. Aber das ist auch gut, um zum Beispiel Ölflächen und so zu entzünden. Ja. Da kann ich gar nichts mehr machen.
Okay. Das war das cleverer als das, was ich gemacht hätte. Nice. Digga, danke. Aua. Vor allem, er hat jetzt Artemis, dieses Riesenvieh vor die Nase gesetzt und dann nochmal mit Artemis noch so Thunderbolt reingejietet. Aua, ich möchte hier raus. Tut mir leid, Artemis, ich war nicht der meiner Sinne. Danke, Adenius. Gute Entscheidung. Jetzt müsst ihr euch noch aufteilen, Gerne, Donner, ich war nicht hier meiner Sinne. LOL! Alter, was macht Traurigplan? LOL! Das war tatsächlich ein richtig guter Zug, da, Digga, abgesehen von der Opportunity. Also alle treffen gute Entscheidungen außer Donner, ja? Super. Donner bubbelt halt. Ja. Donner macht Bubble Shooter. Donner macht einen Bubble Tea Stand auf. Donner Bublé. Oh mein Gott. Langsam reicht's aber auch. Hey, das ist der. Das ist einfach der übelste Kreis gerade. Also so übelster Gangbang da in der Mitte. Ja, und Adenius wäre gerne dabei. Drin. Flächendamage rein. Die spielen jetzt einfach gerade eine Runde Twister alle. Rechte Hand auf Rot. Rechte Hand auf Exe 1. Schwanz auf Rot. Schwanz auf Rot. Ich bin doch gar keine Exe. Ja, ich habe auch gesagt, Schwanz auf Rot. Boah, er Ding. Und den auch. Okay, doch. Schwanz auf Rot. Geht auch rot auf Schwanz. Klar, wenn sich eine Frau mit aber Tagen auf den Schwanz setzt. Ich wollte gerade sagen, das geht nur ein paar Tage im Monat, Kurga, aber es geht. Du hast drum gebettelt, Kurga, ich meine. Ich dachte jetzt aber eher an dem, also ich habe es jetzt nicht so weit gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe es jetzt halt so im Kampf hier gedacht, das ganze Blut liegt ja auf dem Boden und so. Ach ja, klar. Ich lebe. Hier draufrieben. Erstmal ein Bubble Beam machen. Ah. Was ist, wenn du da dir eine Line ziehst, Lizzie? Hier durch? Nee, ich zieh dir keine Line durch. Lizzie, zieh mal doch deine Line, yo. Okay, ich zieh eine Line. Geil. Wodurch? Ja, hättest du nach vor Jürgen machen müssen. Nee. Aber jetzt willst du Jürgen mit. Okay. Hast du gerade diesen Elfen getötet? Einfach den Elfen weggelasert. Hä? Wie war das möglich? Was ist da passiert? Wie der jetzt auch da liegt, so mit der Hand noch nach oben so. Medic. Und der Elfenpriester guckt sie jetzt so an, so, ist das jetzt dein Scheiß Ernst? Endturn. Jan hat gesagt, ich soll die Line ziehen, die war zu krass für ihn. Mal gucken, was das Eiselemental jetzt hier für ein Collateral Damage anrichtet. Ja, Achtung. Jochen. Immune to shock. Aber ich hab actually das Cursed Water nicht darunter gesehen. Boah, ich auch Putz. Nicht. Weil da das Blut drüber ist, dachte ich, das ist weg. Es sieht einfach aus wie der Rasen. Nein, das sind diese komischen Würmchen. Achso. Ja, das ist verfluchtes Wasser. Ja, wortwörtlich verfluchtes Wasser, ey. Wäre doch auch eine schöne Szene. Wie so im Horrorfilm siehst du so die Elfenkinder und Frauen so versteckt in so einer Kammer und du hörst nur was näher kommen und du hörst nur so Jochen. So näher kommen. Jochen. Wow. Okay, ich hab aber auch Damage kassiert, Bruder. Chill mal. Himmel, wurden alle nass gemacht. Oh. Der Bubble Stream ist ein bisschen krasser als der von Donner. Hallo. Moin. Stimmt überhaupt nicht. Echt? Meine Bubbles sind viel runder als seine. Alles klar. Aber kann man das Cursed Water jetzt auch mit Shots? Gibt es jetzt auch mit Geschmack?
Nee, kannst du nicht. Das ist je nach zwei Runden einfach wieder weg. Du kannst, okay, kriegst es nicht anders weg oder kannst auch nicht verändern. Ja, stimmt. Baurim hat auch Decaying auf sich drauf. Ich hab, glaub, so einiges auf mir drauf mal wieder. Ja, vor allem auch ein Stun von deinem Mate. Auch ein Stun, ja. Yes. Aber das kann ich. Da kann ich behilflich sein. Du tust mir das so leid. Also, den Stun hat er jetzt wieder runter. Dankeschön. Okay, okay. Ich dachte schon, er kann sich wieder nicht bewegen. Ah, du. Ach. Ich hab mich da auch schon angewöhnt. Könntest du ihm einen Hawkeye geben, damit er da, wenn er einmal gehittet ist, wenigstens raus ist? Das bin ich gerade im Überlegen. Ich könnte, aber ich weiß halt nicht, ob es will. Ich glaube, das wäre smart. Weiß noch nicht, ob ich will. Ich weiß noch nicht, ob ich will, ja. Ich glaube, das wäre smart, oder? Weil dann ist ja, er da auch raus, sonst geht er drauf. Ja, also ich wollte das jetzt eigentlich nicht, aber gut. Da raus? Ja, weil wenn ich jetzt endlich mal ein bisschen Schaden machen könnte an den Viechern, ist schon gut. Achso, okay, dann leben sie aber ein bisschen kritisch. Ich hätte es auf so Artemis gemacht, aber der und war nicht mehr bereit. Wenig HP habe ich ja auch. Alter, bist du low. Ich glaube, das ist so eine gute Entscheidung. Das ist so eine gute Entscheidung, sonst wärst du jetzt beim zweiten Angriff draufgegangen. Mann, wo bin ich denn jetzt da hinten? Aber guck mal, den wird der Gelegenheitsangriff da auch angezeigt. Nein, wurde er nicht. Legit, als ich diesen Ex-Legionär angevisiert habe, da wurde der mir nicht angezeigt. Das ist wirklich kein Scheiß, schon das zweite Mal heute. Wir können das gleich in der Aufnahme mal nachgucken. Ja, können wir gerne machen. Ja, machen wir. Oh, nice, nice. Den Legionär kann ich auch schlafen legen. Den guten. Der Krieger Elf, Fan, Kriegsadept. Elf, Fan, Kriegsadept. Hätte es verfehlen müssen. Das ist ja schon ziemlich funny. Aha, dieser ganze Druck, damit komme ich nicht klar. Ja. Also mit dem Druck, kam man auch nicht klar. Der Druck war anders gebaut. Oh mein Gott! Ich habe auch keine Heals, ne? Also für vier Runden jetzt. Alter, Bratan! Ich komme da auch nicht raus. Du bist auch gerade herausgefordert. Ja, ich lauf halt auch einfach. Dann lauf. Du bist auf Leben und Tod herausgefordert. Das bedeutet, wenn du jetzt überlebst, bekommst du einen Bonus. Du darfst einfach nicht sterben. Dann bist du auch nicht tot. Du bekommst sehr viel Leben und Rüstung dazu. Die Frage ist, also ich kann bis hierhin laufen. Ja, du musst ja jetzt nicht so ein. Also du schon. Musst nicht den Usain Bolt machen, du kannst dich einfach ein bisschen in Sicherheit bringen. So. Okay, Artemis, pass auf. Folgender Deal. Du stirbst einfach nicht und wir sorgen dafür, dass du überlebst. Ach so, ist ein guter Deal. Finde ich super. Ja, komm, dann lauf. Ich kann auch nicht da reingehen. Schon spät, auch, Freunde. Ich aufgehe, ne? Ja, dann komm, ich mach einfach jetzt die YOLO-Action. Fuck it. Oh mein Gott, was ist. Also, die habe ich auch nicht gesehen, actually. Also, weit ist denn das bis dahin? Das ist eine Echsenarmlänge. Ja. Ich meine, der hat eine Axt, die ist so groß wie der Elf. Wow. Jetzt steht Also, diese gebückte Haltung ist ein bisschen verstörend von Artemis und dann auch so unterkühlt. So bereitschaftlich, wie er da steht. Bereitschaft. Das musst du der Echse hier sagen. Er bietet sich für die zukünftige Generation an Echsen-Elf-Hybriden an. Jetzt kommt's raus, Artemis ist eigentlich weiblich. Junge, der weibliche Hälfte wird sterben, wenn er hier den Echsenprügel reingerammt bekommt. Oh Mann, ey. Da steht das, drauf. Das ist ein Spank. außergewöhnlichen Art. Fragen Sie, hoher Priester, können Sie mir vielleicht ein bisschen helfen? Können Sie mir vielleicht was in den Arm stecken? Eine Spende für die Arme. Haben Sie vielleicht ein bisschen Vaseline? So wund, ich bin so wund. Da
Wieso ist der nicht mehr chillt? Hallo? Oh Mann, ey. Mann. Was? So. Dankeschön. Das war der Vergeltungsschlag. Aber das war richtig übel Overkill. Das war die Rache dafür, dass Donner einen von den Elfen getötet hat. Der war, glaube ich, auch irgendwie verwesen. Kann das sein? So ja, an der schon möglich. Okay. Ups. Ups. Oh Mann. Aber während er so dieses Ups sagt, guckt er so auf Donner runter. Ups. So richtig mega sarkastisch. Ja, genau. Und das wollte ich jetzt aber nicht. Toll. Da ich verzaubert. Was? Wer so. Ich kann nicht mehr, Alter. Oh Mann. Winds of Change. Ah. Wir bewegen uns jetzt etwas schneller. Bin froh, dass wir wegrennen müssen. Ja, genau. Gut. Also ihr könnt auch den Kleinen einfach killen, der da vor mir steht, ne? Ja, ich hab mein Bestes. Ja, warte. Du meinst Jochen. Hinter dir. Ja, ja. Der hätte schon wieder seinen Zweihandsbanker bereit. Wie kann Jochen unterkühlt sein als Eiselemente? What? Er hat Jochen. Der hat einen gejochend. Er hat eingejocht. Jetzt läuft er weiter. Es wäre so witzig, wenn der jetzt sich jetzt nochmal aufs Maul hauen würde. Aber noch ein Level gebe ich jetzt nicht ab. Nee, wir haben noch Rollen. Wir haben noch so vier Stück dabei. Ja, ich wollte es nur sagen. Belebst du dich mal bitte wieder, Traurin? Ja, komm her. Ich meine, ich habe noch eine Rolle, aber eine würde ich gerne für den Kampf im Notfall behalten. Also im Jahr verteilen wir die nochmal auf, die wir haben. Ja. Danke, Donna, du bist die Beste. Kein Problem. Ja, ich weiß. Lisbeth? Bitte? Das ist die Frage, ob ich mir den Helm anziehen sollte. Der andere Helm gibt mir halt mehr Rüstung. Aber den du hast, gibt mir halt Finesse und einen Pyrokinetik. Mir ist egal, was du damit machst, den kannst du ihn haben. Ich hätte ihn sonst vielleicht verkaufen lassen. Oder wie sieht er überhaupt bei mir aus? Oh, die Optik ist ja egal. Also ich verliere halt. Können wir vielleicht erstmal kurz das RP durchmachen? Ja, wir sollten, es ist auch schon 22 Uhr, ich glaube. Ja, eben. Das ist die Frage, wollen wir hier beim nächsten Mal weitermachen? Weil ich glaube, das steht bestimmt nochmal mindestens ein Kampf an. Ja. Ja, okay, stimmt. Ja, das war eine wilde Session. Wir danken auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Wir sind gespannt, wie es hier beim nächsten Mal weitergeht, ob es da noch weitere Kämpfe gibt, ob Draurim es nochmal schaffen kann, mit dem Händler vielleicht zu verhandeln, ein Schwert gegen ein Schild zu tauschen. Und was noch so passieren wird. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.